Space Calls Techno. Heute um 12 Uhr Mitternacht. Treffpunkt für die Bunkerparty. Da gab es keinen Westen, da gab es keinen Osten, da gab es einfach nur Musik. Da war so viel leerer Raum, wo du neue Musik spielen und Partys organisieren konntest. Also das illegal zu machen, das war überhaupt keine Frage. Da hat auch keiner drüber nachgedacht. Das war genau dieser Zeitpunkt, wo das plötzlich allen so klar wurde. Das wird jetzt irgendwie was Neues und es passieren unglaubliche Sachen und das feiern wir. Es gab neue Drogen, es gab neue Musik und es gab neue Orte, wo man diese Musik und diese Drogen erleben konnte. Und das war für beide Welten das Gleiche. Ich glaube, in Berlin ist der einzige Platz, wo die Wiedervereinigung Jahrzehnte vor der Bundesdeutschen stattgefunden hat. Also zumindest in diesem Mikrokosmos elektronische Musik oder Techno. Das waren Kids aus Ost-Berlin und West-Berlin. Und das war wirklich eine Co-Produktion. Techno war für uns halt die Musik zu unserem neuen Leben. Ende der 80er Jahre. Unvermindert zieht West-Berlin Abenteurer und Aussteiger, Musiker und Künstler an. Sie suchen ihre Freiheit in subkulturellen Biotopen. Ich bin 87 nach Berlin gekommen, um einfach mal 2 Wochen Berlin anzuschauen. Und habe mich dann sofort in die Stadt verliebt und bin geblieben. Also ich bin aus New York gekommen. Also das Besondere an Berlin damals war, dass es so war, als ob man die Zeit angehalten hätte. Also das Tempo war viel langsamer als überall sonst. Wir saßen in der Mitte von der DDR in einer kleinen Insel, umhüllt von Soldaten, ob das Westsoldaten waren oder Ostsoldaten waren, war ständig diese permanente, dieses so Gespenst des Kalten Krieges hing über diese Stadt. Rückblickend sehe ich das so, dass West-Berlin eigentlich so ein Sammelbecken war, wo die ganzen Dorftrottel sich trafen mit den großen Ideen, die die Welt verändern wollten. Also das waren verkrachte Existenzen, wie damals halt überall in Berlin. So Leute, die von sich dachten, sie sind Schriftsteller, Drehbuchautoren, Musiker, aber dann im Grunde ja doch die ganze Nacht nur da gesessen haben und die Speedlines gezogen haben. Noch kann niemand ahnen, dass die Tage der geteilten Stadt gezählt sind, dass hier bald die erste gesamtdeutsche Jugendkultur entstehen wird. Wir hatten einen Club, der halt irgendwie sich dem gewidmet hatte, wo wir hin wollten. Abstraktion von Musik ohne den kopfmäßigen Überbau. Das war der einzige Laden, den es dafür gab. Und er war illegal, er war in einem Keller. Das UFO startete und dann war auch so eine gewisse Richtung klar. Ende der 80er ist die Szene, die im Westen Berlins zu den maschinellen Rhythmen einer neuen Musik tanzt, noch überschaubar klein. Auch in Ost-Berlin hören einige wenige die neuen Underground-Klänge im verbotenen Westradio. Radio hatte natürlich aufgrund der Tatsache, dass man ja Radiowellen schlecht an der Grenze anhalten kann, genau wie Fernsehen, eine ziemlich große Bedeutung. Also in Berlin vor allen Dingen, aufgrund des Vier-Mächte-Status, gab es halt natürlich so geile Sachen wie AFN und BFBS. Und dann SFB und RIAS. Es lief rauf und runter und nachts kamen dann halt die coolen Sendungen. Und da hast du nur dran gehangen und hast das in dich aufgesaugt, ja, und warst glücklich. Da gab es halt ein paar Sendungen,
die das Tor zur Welt aufmachten, wo also Musik lief, die auch wahrscheinlich im Westen ungewöhnlich war und die auch im Westen nicht die Normalität war. Neue elektronische Tanzmusik, Acid House. Erste Techno-Stücke gibt es Samstagabend ab 8 Uhr zu hören im SFB-Jugendsender Radio for You. Radio for You. The Big Beat. Wir haben halt speziell die Sendung von Monika Diedl verfolgt. Und Monika Diedl war sehr früh in der Westberliner DJ- oder Acid House-Kultur und hat versucht, diese Sache populärer zu machen und im Radio auch zu präsentieren. Wenn man dann geschafft hat, mal so ein Stück in möglichst großer Länge, fast vollständig, auf so einem Radio zu tapen, dann war dieser Mitschnitt fast so eine Art Goldstaub, weil der wurde dann kopiert. Ich kann mich erinnern, durch dieses ständige Hören, was da passiert, war bei mir das erste Mal in meinem Leben so der Gedanke präsent, die DDR verlassen zu müssen. Das ging aber vielen so, dass die Musik eine treibende Kraft war. Uns war allen klar, dass wir irgendwann wechseln. Jeder hat immer gesagt, ich mache hier nicht das Licht aus. Das war so ein Spruch. Ne? Ich bin hier nicht der Letzte, der das Licht ausmacht. Die Vorzeichen sind kaum wahrzunehmen. Die Schlagbäume in Berlin öffnen sich überraschend. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Wie lange die Grenze offen bleiben wird, weiß in dieser Nacht niemand. Die Mauer ist offen und irgendwie scheint es ja ziemlich chaotisch zu sein. Und wenn wir in den Westen wollen, dann heute. Kam halt an, der Bonhoeffer Straße. Endloses Meer von Menschen. Irgendwo da ganz hinten, ganz entfernt, war irgendwo der Grenzübergang. Und da haben wir es dann halt so, wie wir es in der Diskothek immer gelernt haben, vorgedrängelt. Und dann waren wir halt noch am 9. November im Westen. Ich war dann natürlich sofort bei WOM, World of Music, das kennt heute auch keiner mehr. Das war ein riesengroßer Platten, es gab überall Schallplatten. Man konnte sich anhören, ja, und das haben wir natürlich den ganzen Tag lang gemacht dann auch. Dann war ich nächsten Tag arbeiten, bin direkt nach Arbeit wieder rüber nach West-Berlin und habe geguckt, wo ich Plattenspieler bekommen könnte. Ja, Wolle Neugebauer rief mich an und erzählte mir jetzt, wo die Mauer ist auf. Ich sag, ja, schon klar. Dann habe ich aus dem Fenster geguckt und da wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Wir haben uns also am 9. November schon verabredet, dass wir also am Tag darauf auf jeden Fall mal in West-Berlin ausgehen werden. Und meine Freundin und ich sagten sofort, wir haben auf das Hole geschossen, UFO. Wir wollen ins UFO. Und dann haben wir uns getroffen, ich glaube am Kurfürstendamm und sind dann ins UFO und haben da die Nacht durchgerockt. Die haben es auch zu Anfang nicht geglaubt, wenn du sagst, ich komme aus Ost-Berlin. Also, ja klar, du kommst aus Ost-Berlin. Das war teilweise auch ein Ausweisvorzeichen, damit einem das auch abgenommen wird. Aber wir hatten weder Berührungsängste noch sonst irgendwas. Wir waren ja nicht erkennbar als Ossis. Da standen Leute vor der Tür, die man vorher noch nie gesehen hat. Und die meinten dann so, ja, wir kommen aus Ost-Berlin. Und da war dann sofort die Frage so, was macht man jetzt mit der Tür? Lassen wir die jetzt rein oder eher nicht? Trabis, ausgewaschene Jeans, komische Frisuren. Ich habe gedacht, na jetzt, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Hat sich aber dann sehr bald geändert. Man hat ja noch gleich Leute kennengelernt.
Natürlich hat man in privaten Gesprächen, wo kommst denn du her, bist du aus dem Osten, aus dem Westen? Das musste man erstmal klären, aber eigentlich auch nicht. Im ersten Moment ist man natürlich verwundert, da ist eine Mauer und die da hinten kennen genau die gleiche Musik. Und dann erinnert man sich, Radio, Monika Dietl. Also da hat man das schon gemerkt. Die haben auch die gleiche Sendung gehört. Also von daher kannten die auch die gleiche Musik. Man konnte auf gleicher Augenhöhe über die Sache reden. Wir haben nur an der Bar gesessen, meine Freunde und ich haben erstmal die ganze Szenerie beobachtet. Wir haben uns nicht wirklich wohl gefühlt, aber fanden es total prickelnd. Also wir konnten da auch nicht weg. Wir sind immer wieder hin. Und irgendwann haben wir uns getraut und haben uns gewundert, warum wir gar nicht mehr aufhören können zu tanzen. Als die ersten Kids aus dem Osten kamen, hatten die immer so einen Ausdruck von, also die hatten einfach so große Augen. Das gibt's doch gar nicht, dass es so sein kann, wie es hier ist. Also, dass man so frei sein kann. Wir haben echt so ein Bing, so ein Grinsen in der Sicht gekriegt und waren irgendwie total glücklich. Wir wussten nicht, warum. Wir haben auch nichts genommen, wir haben nur unseren Sekt an der Bar getrunken. Wir wussten nicht, was da passiert ist. Es war dunkel, es war laut, es war ein ganz anderer Sound. Es war nicht mehr so Disco oder sowas. Das war schon was ganz was anderes. Die Platten kommen aus Chicago, Detroit, Sheffield, Gent. Noch ist in der Rockstadt Berlin Techno ein Sound für Eingeweihte. Ja, am Anfang habe ich immer gefragt, wann das Stück jetzt zu Ende sein würde. Aber wenn man dann getanzt hat dazu, dann hat man gemerkt, dass das nur so funktioniert. Konnte man spüren, also dass man da jetzt so eine gemeinsame Energie schafft, so ein Energiefeld. Das Interessante bei dieser Musik war am Anfang, dass es eigentlich überhaupt keine Sprache gibt, ne? Also dass es irgendwie um Rhythmus geht. Techno-Platten früher waren 90% instrumental. Da war kaum ein Vocal zu hören. Da war nichts zum Verstehen. In DDR-Musik musste man irgendwie so einen politischen Hintergrund haben oder irgendwelche so banale Texte von irgendwann was, wie Schlager oder so. Mit Techno hast du sowas nicht gehabt. In dem Moment, wo es wirklich losging, gab es eine Zeit, wo man wirklich keine andere Musik hören konnte, ohne zu denken, mein Gott, ist das irgendwie muffig. Ich hab's ja immer als so die Fortsetzung des Punk mit technischen Mitteln für mich gesehen. Das Gefühl einfach, dass man zusammenkommt und für irgendwie so 20 Stunden lang durchtanzt. So Musik, die eigentlich nur die ganze Zeit nur so getrieben hat, das war schon ganz was anderes als alles, was davor war. Und dass eigentlich aus dieser Mauerfall plötzlich eine neue musikalische Trend sich plötzlich entwickelt hat, das war für die meisten so ein neues Ding. Kein Gesang, kaum Melodien, dafür völlig neue elektronische Klänge. Techno birgt ein Freiheitsversprechen, das dem Geist der Wende entspricht. Jeder kann sich seine Welt selbst programmieren. Ende der 80er begann irgendwie eine ganz andere Kreativität. So mit selbst kreierten Samples konnte man eine ganz andere Klänge erzeugen. Beim frühen Techno ging es darum, die Maschinen ihrem Kontext zu entreißen, für eine futuristische Musik. Es wurde billiger und einfacher. Dadurch konnte Techno eigentlich erst entstehen. Also nur einfacher wäre es nicht gewesen. Es musste auch die Billigkeit dazu kommen. Also dass man halt irgendwie mit einem C64 oder mit einem Atari, der schon MIDI-Interface drin hatte, sich noch irgendwie billige analoge Studio zusammenbaut für, was waren es damals gewesen, 2.000, 3.000 Mark. Die einfachen Sachen, so diese 909 Sachen oder 808 oder die ganze Roland-Schiene oder so, damit hat man ja schon produzieren können. Und dann hat man sich von da auf hochgearbeitet, hat man sich noch einen Sampler gekauft, hat sich dann ein besseres Mischpult gekauft. Ja, die meisten haben ja zu Hause auch gemacht.
Also Bedroom-Studio. Beim Techno ging es ums Experimentieren. Dann hatte die Musik dieses Industrielle. Techno hätte nicht auf dem Land entstehen können. Techno entstand aus einer Mischung urbaner Musikstile. Funkadelic, Kraftwerk, eine Mischung aus schwarzer und weißer Musik, aus Disco und allem Möglichen. Im Prinzip hatte Reichermann eine 909, eine Drummaschine hatte. Ich hatte noch N2 Synthes, die man benutzen konnte, ein Aufnahmegerät. Und dann konnte man eigentlich seinen eigenen Track machen und hat ihn dann in dem Label gegeben. Und dann wurde die Sache gepresst und relativ schnell damals auch dann im Club gespielt. Mit dem Mauerfall bricht die Autorität der Ostberliner Behörden zusammen. In Berlin-Mitte gelten de facto keine Gesetze mehr. Dafür stehen jede Menge Gebäude leer. Nirgends verdichtet sich das Gefühl grenzenloser Möglichkeiten stärker als im Ostteil Berlins. Eigentlich hat die Sonne geschienen von April bis Oktober. Ja? Und dann hast du dir jeden Tag dein Fahrrad geschnappt und hast eine neue Straße erkundet. Und sowas Geiles gab es einfach überhaupt noch nie. Weil du konntest ja in jeder Straße was finden, was du noch nicht gesehen hattest. Und außerdem konntest du dir auch wirklich alles angucken. Na, in der Regel haben wir uns auf die Straße gestellt und vor allen Dingen gegen Abend und geguckt, wo kein Licht brennt. Und wenn da 3 oder 4 Tage kein Licht brannte, haben wir die Tür aufgemacht. Besetzt wurde wegen Party. Das war ja nicht nur besetzte Häuser, also auch in Prenzlberg hast du Zeiten gehabt, da war in jedem dritten Hausgang irgendwann eine Party gewesen. Du bist halt durch den Prenzlberg gegangen und überall hast du Leute reingesehen und irgendwann mal Musik. Oder auf dem Dach war da damals auch viel. Also das war so eine neu gewonnene Freiheit, wo einfach alles ging. Also wenn es jemand gestört hat, hat man da auch immer Wege gefunden, wie man da miteinander dealt. Im Gegensatz zu heute, wo man nur anrufen muss und dann hat man die Polizei vor der Tür. In Mitte haben mich dann Leute gefragt, so, kannst du mir mal helfen, hier die Tür aufstemmen? Wir wollen dann da gucken, mal reingucken, ob wir da eine Galerie reinmachen können. Ja, klar. Dann haben wir halt irgendwie in irgendeinem Laden so ein Brecheisen geholt. Sind auf, haben gemacht. Nebendran haben die Bullen gestanden, haben nichts gemacht. Also sie haben es genau gesehen, aber sagen so, oh nee, wir wollen das gar nicht sehen, wir wollen es gar nicht sehen. Das war wie ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Ost-Berlin war ja noch grau, es waren nicht viele Menschen unterwegs. Und wir hatten manchmal echt das Gefühl, wir sind ganz allein in Ost-Berlin. Westen war schon sehr uninteressant. Und das hat man schon bemerkt, es ging so rasant runter. West-Berlin war ja, wie ich sagte, ausgebucht. Es gab keinen freien Quadratmeter mehr. Aber Ost-Berlin bot da die Infrastruktur für diese Bewegung. Jetzt hatte jeder die Möglichkeit, sein eigenes Labor zu finden, seine eigene Werkstatt, seine eigene Zelle aufzubauen. Ne? Über Nacht. Und du musst dir vorstellen, die Leute waren auch ein bisschen frech. Also, das heißt, die haben da nicht viel gefragt. Es war halt tierisch aufregend. Wir sind dann irgendwo durchs Fenster geklettert und mit einer Taschenlampe und haben dann vor allen Dingen erstmal wurden immer die Stromanschlüsse gecheckt. Und das war halt schon wie so eine Initiation, eigentlich so einen Raum zu betreten. So eine Party wie so ein Tischlein deck dich da so hinzuzaubern und am nächsten Tag war es wieder weg. Das war schon magisch.
Jede Aufgabe war wichtig. Egal, ob es die Bar ist oder der Türsteher oder auch der sogenannte Hausmeister. Das war eigentlich die angesehenste Funktion fast, weil es derjenige war, der durchgehend immer dafür gesorgt hat, dass alles okay läuft. Entlang des ehemaligen Todesstreifens werden leerstehende Fabriken und Industrieanlagen erkundet. Und ein Umspannwerk direkt am Potsdamer Platz. Auf dem Weg durchs Haus haben wir halt diese Schaltzentrale. Und da sind uns bald die Augen aus dem Kopf gekommen. Also das war wirklich so, als hätte Herr Patzke und Herr Pofke irgendwie da noch gestanden und noch irgendwelche Dinger umgelegt, noch das letzte Telefonat geführt und dann sind sie gegangen. Und hier lagen noch so Kursbücher, alles Mögliche lag hier rum. Also war ein Zimmer, das war komplett rund. Ich weiß nicht, was das war, so mit ganz vielen komischen Geräten und Knöpfen. Das war offensichtlich auch schon lange nicht mehr benutzt worden. Da kam man sich vor wie in so einem Science-Fiction-Film aus dem Osten quasi. Wir kamen hier rein und es war einfach, das war klar, hier muss und zwar schnell was passieren, weil wenn wir es nicht machen, macht es jemand anderes. Und wir wollten das nun unbedingt hier machen. Passt das so gut in dieses Ding? Der Osten bricht zusammen, die Mauer geht auf, Berlin implodiert und explodiert und dann tanzen Leute in den alten Fabrikruinen und tanzen da irgendwie eine wilde Musik und feiern da wilde Partys irgendwie halt. So eine Musik, die kein Mensch versteht, weil es macht halt eigentlich nur Bum Bum und Vorher hatten wir halt den Club im Westen, wo die Ostler in den Westen kommen mussten. Jetzt mussten die Westler in den Osten kommen, aber es gab keinen Unterschied mehr. Insofern war das so ein Zeitfenster der Anarchie, ja, was wie geschaffen war, um in dieser Stadt Leute feiern zu lassen. Es war so ein wirkliches Freiheitsgefühl. Man hatte keine Gesetze. Niemand konnte dir sagen, was du nicht machen durftest. Später war das so synonym für die Berliner Clubkultur, dass praktisch in stillliegenden, brachliegenden Industrieanlagen oder Fabriketagen, dass eben da praktisch die Berliner Subkultur erwachte. Die Musik wird zu einem Gemeinschaftsprojekt von Ost und West. Im Zentrum stehen die Orte, die Ruinen der Geschichte, gefüllt mit neuem Leben. Wir hätten nicht gewusst, wo wir die Partys anmelden sollen. Also das waren eigentlich größtenteils Sachen, die auf Gebieten waren, wo keiner wusste, wem die gehören. Auch wenn die DDR-Polizei gekommen sind. Die hatten keine Macht, da gab es keine Gesetze. Die Gesetze der DDR waren nicht mehr vorhanden. Die waren nur darum, irgendwelche Kriminalitäten zu bekämpfen. Aber so, wenn du eine illegale Party gemacht hast, da gab es kein Gesetz, was sagte, dass du das nicht machen durftest. Dann gab es auch noch die Waveline. Da hast du aber nur die Telefonnummer bekommen, wenn du jemanden kanntest, der jemanden kennt. Es war immer noch so geheim, nur da und da, Treffpunkt, aber es wusste keiner, wo es hingeht. Das war immer ein großes Geheimnis. Und auf einmal standst du irgendwo in, keine Ahnung, Brandenburg in so einem Bunker. Komplett hergerichtet. Wir haben uns immer gefragt, wie machen die das? Da alles hinzuschleppen. Wir sind da mit Bussen hingefahren. Also das war ungefähr die komplette Berliner Szene, bestand aus 3 Icarus-Bussen. Und auf einmal standen wir dann da im Bunker und da war nur noch Nebel und Strobo. Es war aufregend, war sehr aufregend. Keine Klos, keine Waschbecken, keine Spiegel. Das war richtig angenehm. Du musstest dich nicht auftopieren und aufhübschen, ne? Du konntest so sein, wie du warst. Plötzlich
kam halt der Bundesgrenzschutz, der da meinte so, ja Jungs, was macht ihr hier, das ist unser Bunker. Das wussten wir wiederum nicht. Und dann haben wir so ein gefaktes Papier gezeigt, so vom Senat, dass wir hier feiern dürfen. Und dann war die Sache okay. Alle Orte, wo wir die Partys überhaupt grundsätzlich gemacht haben, waren immer mit diesem Gefühl begleitet, das kann gleich wieder vorbei sein. Das war aber auch die Stimmung der Zeit. Also man hat ja wirklich keine Ahnung gehabt, wie das überhaupt weitergehen wird mit Berlin. Es war alles möglich. Es war wie im Wilden Westen. Also die Zeit nach dem Mauerfall, vielleicht die ersten 12 Monate, das hatte überhaupt nichts mehr mit Deutschland zu tun oder sowas. Das war wie ein Riss in der Realität. Und in dem Moment hat die Zeit mehr oder minder angehalten. Jeder Tag war wie ein Jahr. Und man hat an jedem Tag so viele Eindrücke gehabt, dass man abends Kopfschmerzen hatte, wenn man nach Hause gekommen ist. Ich habe also selten so viele Nachrichten verfolgt wie zu Zeiten der Wiedervereinigung. Es war schon von so einem gewissen naiven Optimismus bestimmt, diese Zeit. Allerdings hat sich das dann jäh aufgelöst, als dann so tatsächlich dieser Wechselkurs beklatscht wurde wie ein Tor bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Interessiert hat mich das nicht. Das war jetzt klar, okay, jetzt gibt es nur noch eine Währung. Das waren also Schritte, die zur Wiedervereinigung gehörten. Aber ich hatte zu der Zeit eigentlich mehr damit zu tun, neue Platten oder neue Musik zu bekommen oder wie wird mein Leben in Zukunft aussehen. Und das sah zu der Zeit so aus, dass ich ja jetzt gerade lebe. In Ostdeutschland hält die Marktwirtschaft Einzug. Am 1. Juli 1990 tritt die Währungsunion in Kraft. Die DDR-Bürger tauschen ihr Erspartes in Westmark um. Direkt nach der Währungsunion, sagte ich, ja, sind die eine Hälfte ist mit dem Westgeld, was sie dann hatten, haben die Reise gemacht, die sie schon immer machen wollten. Und es wollten auch die meisten, glaube ich, gar nicht wirklich auswandern oder weg, sondern die wollten einfach mal wegfahren. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann die anderen haben sich dann die lange ersehnte Wohnungseinrichtung oder so gekauft. Da hast du plötzlich gesehen, irgendwie, da sind die Sachen auch richtig aus dem Fenster rausgeflogen. Da wollten wir einfach den alten Müll einfach loswerden. Und der ist manchmal einfach auf der Straße gelandet. Und viele sind dann da auch hingefahren und haben sich dann für ihre Clubs ihre Sachen geholt. Alle Clubs hatten, glaube ich, eine komplette Ausstattung aus gebrauchten Materialien. Also außer den Gläsern, die waren vielleicht noch neu, meistens noch nicht mal die. Ja, das heißt, du hast also deine komplette Clubausstattung zum Beispiel, da ist viel hingegangen. Ab dem Sommer 1990 feiert Berlin die ersten großen Techno-Raves. Organisiert werden diese Partys von Ostberlinern. Wir haben angefangen mit Technozid, weil wir im Prinzip die ganze Zeit auf der Suche waren nach einer bestimmten Form von harter elektronischer Musik. Wichtig war, dass es einen harten Beat gab irgendwie und möglichst viel Echo und möglichst viel synthetische Klänge irgendwo halt und dann war die Welt in Ordnung. Und das hat dann eine Qualität, die es vorher nicht gab. Und ich glaube, dass dieser Berlin-Sound eigentlich auch erst geboren wurde bei diesen Technozid-Partys. Also das war so eine Stimmung, die man vorher in der Form, glaube ich, in Berlin noch nicht hatte. Da kamen so ein paar Sachen zusammen. Erstens mal, dass halt irgendwie mal gemerkt hat, wir sind so viele. Also plötzlich hast du da so einen kleinen Rave in der Location, die vorher noch nicht irgendwie mit Techno bespielt war. Und da waren 500 Leute. Das war für Berliner Verhältnisse unfassbar, dass so viele Menschen sich so bekloppte Musik anhören, ne, zu dem Zeitpunkt. Für den Anfang, für den Auslöser war das unverzichtbar. Ja, man brauchte das, die jungen Wahnsinnigen aus Ost-Berlin, damit das in dieser Größe hat funktionieren können. Ich
Ich habe dann auch Leute da getroffen, die mir Wochen vorher noch gesagt haben, sie haben mit elektronischer Musik nichts am Hut, sie wollen davon nichts wissen, weil ich halt immer sehr sendungsbewusst mit meinen Tapes hausieren gegangen bin. So. Und sehe die plötzlich auf den Boxen tanzen. So, ey, du magst doch eigentlich keine elektronische Musik. Das ist was anderes, das ist Techno, das ist was anderes. Im Dignozid habe ich hast einen LKW voll Podeste verbaut, jedes Mal, ringsherum, alles voll. Die Wände alle schwarz abgehangen, Stroboskope ohne Ende in die Decke, dann diese Diaprojektoren. Und dann nur dieser Sound, du warst nur in diesem Sound und in dem Nebel. Und dann das Strobo, das sah ja ganz anders aus, wenn die Leute sich bewegt haben. Und alle waren glücklich. Waren ja sowieso mal alle glücklich. Also irgendwie Trillerpfeifen, du konntest tanzen, wie du wolltest, wo du wolltest. War einfach toll. Freiheit, das war Freiheit, ja. Im Frühjahr 1991 eröffnet Berlins erster Techno-Club mit fester Adresse und festen Öffnungszeiten. Im Tresorraum einer ehemaligen Bank. Bei der besten und schönsten Technozid habe ich dann zwei West-Berliner kennengelernt. Der eine war so weißhaariger und der andere so Pharaonen-Haarschnitt. Und das waren Achim und Dimitri und die kamen relativ unvermittelt auf mich zu und meinten, wollen wir nicht einen Club zusammen machen? Und mit irgendwie knapp 21 Jahren ist das natürlich eine Frage, die man gleich mit Nein beantworten kann. Als wir den Raum fanden und als ich das erste Mal unten war, wusste ich, das ist er. Hier ist es. Hier wird es passieren. Hier wird was Großes passieren. Da war ich total überzeugt. Und dann sind wir da rein und haben die Tür aufgemacht. Und sind dann darunter in die Katakomben, so mit Feuerzeugen. Bis dann eben so im Feuerzeugschein diese riesengroße, rostige Tresortür aufgetaucht ist. Und ab dem Moment war sowieso alles klar. Also 40 Jahre hat er mit Sicherheit, war da nichts mehr geschehen. Es gab nichts, es gab ja gar nichts. Also es gab weder Wasser, Abwasser, kein Strom, nichts. Es musste alles irgendwie installiert werden. Wir haben im Grunde oben eine Galerie geführt, das war auch in Ordnung, die haben wir ordentlich angemeldet. Aber im Keller haben wir diesen Experimentierraum namens Tresor aufgebaut. Man hat dieses Gefühl gehabt, dass man etwas Neuem entgegengeht, dass was Neues geschehen wird. Natürlich im Hintergrund immer noch beflügelt von dem Mauerfall. Man war so im Zwischenraum zwischen Ost-Berlin und West-Berlin und außerdem auch noch unter der Erde und in so einem Raum, den es vorher nie gegeben hatte. Da gab es keinen Westen, da gab es keinen Osten, da gab es einfach nur Musik. Niedrige Decke, Schweiß von der Decke, überall Metall und Gitter und dazu diese harte Musik. Leute, die sonst eigentlich mit so einer Musik nicht viel zu tun hatten, haben durch die Architektur des Raumes eigentlich erst die Musik verstanden. Wir hatten vorher immer die Lautstärkeprobleme. Und bei diesen Betonwänden wusstest du halt, hier stößt du keinen. Also hier kommt nichts nach draußen. Im Tresor konntest du härter und lauter spielen. Wenn du in den Tresor gingst, wusstest du, jetzt wirst du umgehauen. Also es war ein Konglomerat aus Chemie, guter Laune und neonfarbener Kostümierung. Das war, als wenn es die Mauer nie gegeben hätte. Da verschmolz alles. Ob schwul, das kannte man in Ost-Berlin ja auch nicht. Ich habe ja da erst Zugang zu Schwulen bekommen. Ne? Schwul, lesbisch. Das war offen, das war da für Hooligan-Freunde oder Ex-Punks oder Banker. Wie gesagt, das war alle durcheinander und alle haben gefeiert von Freitag bis Sonntag und sind dann Montag zur Arbeit oder in die Uni oder in die Arbeitslosigkeit zurückgelaufen. Yeah.
im DDR-Jugendsender DT64. Die Techno-Sendung der Moderatorin Maruscha wird zum Szenetreff und sorgt im Osten für Furore. Die Sendung von Maruscha auf DT64, die im Prinzip dieses Feeling, was halt so in den Berliner Clubs geherrscht hat, das hat die über diese Sendung halt den ganzen Osten transportiert. Das war im Prinzip quasi wie so die Initialzündung für die Techno-Szene im Osten. Ich glaube, das war für viele Ostjugendliche ganz entscheidend, dass diese Sendung nicht aus dem Westsender durchs Radio kam, sondern aus dem Osten. Aus unserer Sicht war damals Maruscha so die Prinzessin, die die Musik ins Land bringt. So, ja, also war, ich weiß noch, als ich das erste Mal da in der Sendung aufgelegt habe, war ich auch so aufgeregt. Die DJs Jauche und Spezial aus Berlin. Sie hatte halt dieses Faible dafür, dieses Party-Feeling, dieses Durchgeknallt, was du währenddessen du in einem Club bist, erlebst. Das konnte die in dieser Sendung, in dieser einen Stunde, bis nach Finsterberg Dodeleben transportieren. Maruscha war natürlich aus heutiger Sicht teilweise sehr lustig. Also, aber das war die ganze Zeit im Prinzip. Ja. Alles war jung, alles war unerfahren, alle sind ins kalte Wasser gesprungen und haben einfach gemacht. Das war quasi unser Vorbild. Und das war so der Grund, wieso wir gesagt haben, ey, wir wollen jetzt einen eigenen Club und wir wollen halt auch selber den Laden gestalten und wir wollen halt auch Deko und Musik zusammenbringen. Also wir wollen diese Musik hier aufbauen. Die Techno-Bewegung wächst auch in Mannheim, Frankfurt und Hamburg. Aber für die jungen Menschen im Osten bedeutet die neue Musik mehr. Den Rhythmus einer freieren Zeit. Die wird dort bald überall gefeiert. In Leipzig im Club Distillery. So nach der Wende hat man da halt diese ganzen Subkulturen erstmal so wahrgenommen und diese Lebensweisen erstmal so kennengelernt. Und dass das auch viel mehr mit Freiheit und ich mache jetzt, was ich will und ich kann mich verwirklichen und ich habe meine Ideen und egal, was da jetzt rauskommt, los geht's. Und dieses Grundfeeling und diese Freiheit, auch zu einer Musik zu tanzen, die halt völlig fernab von irgendeinem Mainstream halt stattfand, das war so was ganz Besonderes. Wir haben einfach einen Keller aufgetan, haben ein paar Boxen drin gestellt, ein Stroboskop, eine Nebelmaschine und dann wurde da Party gemacht. Und das habe ich in den ganzen ostdeutschen Bundesländern erlebt, egal wo ich hingekommen bin. Du hast ja gemerkt, da waren schon welche in Berlin und haben halt diese Energie von Tresor oder von Technozid und so was haben die mitgenommen und versuchen das jetzt bei sich auch mit ihren Mitteln auch umzusetzen. Man konnte praktisch sehen, von Woche zu Woche wurden es mehr. Du hast dazu DDR-Zeiten. Ich kenne auch so ein paar Ostbetriebe aus der Zeit, wo man zum Fern halt gearbeitet hat. Und man wusste auch, wie das da ablief. Was da für ein Dreck herrschte und für eine Arbeitsmoral. Das war halt alles so, das war so ein Mief. Und jetzt stand das Zeug halt frei und jetzt konntest du dort Farbe reinbringen. Das war so ein Zeitfenster. In dem anderen Zeitraum wäre dieser Club gar nicht irgendwie entstanden. Techno war in Westdeutschland meistens in Diskotheken, ja, die dann auf Techno-Club gemacht haben. So was gab es im Osten manchmal, aber eigentlich hauptsächlich wurde im Osten im Underground. Also, das war Underground. In der Distillery kamen ja dann die Leute aus Nürnberg, aus Hamburg, aus Kassel, aus sonst woher. Und die haben wir nie als irgendwie, ja, das sind jetzt Wessis und mit denen wollen wir nichts zu tun haben, sondern das war, die Szene wollte sich untereinander vernetzen. Wir haben uns über alle gefreut, die zu uns kamen, egal woher. Das war völlig egal, es ging nur um die Musik. Schlaffabrik 91, da krieg ich echt Herzrasen. Das war, da waren wir halt nur glücklich. Es war was Neues, auf der Straße zu tanzen, so laut, so bunt. Love Parade war so eine Demonstration für die Liebe. Ich fand endlich eine Demo für etwas und nicht gegen etwas. Da gehe ich hin, das ist interessant. Und es war eine Parade mit Techno-Musik und das war schon was Positives.
Scheiben vibrierten, die Leute sind auf die Laternen geklettert. Man hat sehr viel Haut gesehen, sehr viel Fleisch und sehr viel Neon. Also das war Invasion der Aliens, ja, zumindest für den Kudamm-Passanten. Da lief da dieser Sound, den du normalerweise nur im Club gehört hast. Und die Leute, oh, Kaffee Kranzler, die haben dann wirklich den Kuchen fallen lassen und waren total schockiert. Teilweise haben sie aber dann doch mitgewippt, weil irgendwie musste man doch mit. Die Freude über diesen Wahnsinn, über diese Tanzwut, die war ansteckend. Man hat sie alle mit ins Boot holen können mit dieser positiven Energie. Alle drehten durch und alle hatten Walkie-Talkies, keiner antwortete. Die Polizei quatschte mich immer an, ja, was ist denn jetzt und so. Ich glaube, wir waren 2.000, 3.000 Mann, also war überschaubar, aber doch für uns schon eine Masse. Dass man zusammen mit so vielen Leuten das gleiche Gefühl teilt, das hatte man natürlich irgendwie so noch nie gehabt. Da hat sich einfach ganz viel gelöst, was in Deutschland irgendwie eigentlich auf allen Ebenen ein totales No-Go war. Bloß keine Gefühle. Ne? Und das war eigentlich schön. Auf einmal durfte man sich küssen und nackt ausziehen und auf dem Dach von einem LKW tanzen und sich bewegen und körperlich sein. Man hat gesehen, hier plötzlich sind diese ganze Last von früher, also diese ganze Hass von dieser beiden, so Westen und Osten, das war alles weg. Diese ganze kalten Kriegsgespenst von so Horror von nuklearer Holocaust war plötzlich vorbei. Und man konnte das feiern. Es ging ja irgendwie um diesen Aufbruch, also ein Aufbruch politischer Hinsicht, ein Aufbruch architektonischer Hinsicht. Also in jeglicher Hinsicht war es ein Aufbruch. Und ich glaube, das kam da so zusammen, weil das war ja nicht nur die Parade, das waren ja nicht nur die jungen Leute, das war ja die ganze Stadt, das war das ganze Land. Also es war genau dieser Zeitpunkt, wo das plötzlich allen so klar wurde und wo man irgendwie das Gefühl hatte, ja, das wird jetzt irgendwie was Neues und es passieren unglaubliche Sachen und das feiern wir. Zunehmend entsteht um Techno ein Hype. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag mit den Partys. Dann kam der Tresor, dann kam der Walfisch, das Planet. Und du hattest Angst, jedes Wochenende, wenn ich da nicht bei bin, du versäumst was. Du hast endlich nur für das Wochenende gelebt. Montag bis Freitag war wie so ein Tunnel. Da hast du stupide deine Arbeit gemacht. Und du hast endlich nur im Kopf gehabt, dieses Wochenende, dieses Feeling, diesen Sound. Das war wie eine Spirale und es wurde immer größer, wie ein Sog. Du bist praktisch dem Sound gefolgt durch die ganze Stadt. Das war einfach nur aufregend. Man hat sich zwar gewundert, welche Geschwindigkeit plötzlich das Leben angenommen hat. Huch, schon wieder Wochenende, auch schon wieder 1.000 Leute kennengelernt. Und wo kommen die ganzen Zettel aus der Tasche her? Ach so, ja, ich war 3 Tage unterwegs. Da war es am Tage Nacht. Und wenn du dann rausgekommen bist, hast du einen Kulturschock gekriegt, ne? Wenn die Sonne schien. Also die ganze Clubszene, das ganze Clubleben, das war das Leben. Also man hat da gelebt. Es war so ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl. Also man wollte gar nicht davon weg. Man wollte jetzt nicht alleine in seine Wohnung gehen und da irgendwie dann was. Nee, das Leben war da. Wir haben da gar nicht so viel über Geld nachgedacht. Also es ging einfach nicht darum. Es ging wirklich um was anderes. Und das war das Tolle an der Zeit. Und wir hatten ja auch alles, was wir gebraucht haben. Nur wir hatten ja Wohnungen umsonst, Clubs umsonst. Wozu Geld? Wer seine Rolle finden wollte, konnte eine finden, ja. Also das ging von T-Shirts drucken, über Deko machen, über Auflegen, Musik produzieren, Promo machen. Es gab ja zig Bereiche, wo man sich reintun konnte. Und wenn es den Bereich nicht gab, dann hat man halt selber geschaffen. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Die Partys werden immer länger, die Drogen immer härter. Auf jeden Fall kannst du natürlich viel mehr Dinge machen, aber
viele mehr Dinge machen und bedeutet natürlich auch ein höheres Risiko. Und das mussten die Leute erstmal lernen. Also du hast ja einen Mauerfall, du kommst mit ganz anderen Gesellschaften in Kontakt. Da kommen auch dann so irgendwann die Drogen dazu, die musst du auch noch verarbeiten. Überhaupt dieses ganze Umfeld, also ich war vorher quasi arbeitslos und plötzlich stehe ich da und verdiene jedes Wochenende 1000 Mark. Ich habe erst viel später erfahren, dass es teilweise doch ziemlich krasse Geschichten gegeben hat, von denen ich gar nichts wusste. Dass also Freunde von mir sogar Heroin unterwegs gewesen sind irgendwo halt und teilweise ganz übel abgestürzt sind, aber das habe ich zu der Zeit damals nicht mitbekommen. Die Musik, gepaart mit den ganzen Drogen, hat natürlich für einige war die auch verheerend, ohne Frage, bin ich mir sicher. Während Techno immer größer wird, schließen sich in Ost-Berlin die Brachen. Alte Viertel verschwinden und damit Freiräume für Subkultur. So einschneidende Zeiten waren halt 93, fingen die Rückübereignungen an. Das heißt, die ersten mussten aus irgendwelchen Objekten rausgehen, weil klar war, die gehören jetzt wieder jemandem und die werden kommerziell genutzt. Manche waren auch nur Spekulationsobjekte, deswegen konntest du trotzdem nicht drin bleiben. Das heißt, der Westen hat vollumfänglich wieder Einzug gehalten. Die Orte, die Berlin ausmachten, die verschwanden halt immer mehr. Man hat bemerkt, dass das irgendwie andere Mächte am Werk sind. Dann wusste man schon Bescheid, ne? dass the days are numbered. Ja? Die Tage sind gezählt. Das geht jetzt langsam zu einem Ende. Diese Frische, diese leerstehende Gebäude, die niemand gehört, wo keine Gesetze herrscht, die sind schon vorbei. '95, glaube ich, war auch der totale Hype des Neuen im Techno vorbei und es gab halt verschiedene Protagonisten, die längst verstanden hatten, wie man das Ding halt auch kommerziell für sich nutzt. Die Love Parade explodiert. Techno-Veranstaltungen werden zu Massenevents. Starkult entwickelt sich um die DJs. Viel Geld fließt in die Szene. Es gab einen Goldrausch, klar. Jeder wollte was abhaben. Also man hat vorher schon gemerkt, dass Trend-Scouts kommen oder irgendwelche Werbefirmen oder Immobilienhaie. Ja, man hat immer das Gefühl, dass die falschen Leute plötzlich damit Geld verdienen. Also irgendwelche Quereinsteiger, die eigentlich nie was mit diesen Ursprüngen zu tun hatten, dass die plötzlich sich aufgefropft haben und sich als die Gründerväter verkauft haben oder die Gründermütter. Wir hatten ja gesagt, keine Gesichter, keine Helden mehr und so weiter. Und das war in dem Moment dann irgendwo vorbei, wo dann irgendwelche Haupt-DJs oder Goldelse aufgelegt haben. Ich hatte ein Problem mit Verwaschen, also in dem Moment, wo man diese Idee verrät. Also für mich war eine Party, irgendwas zu machen, damit sich mehr Leute wohlfühlen und dass mehr Leute kommen. Was aber eigentlich der Idee widersprach, das war für mich ein regelrechter Verrat. Wir wollten ein Ding für uns machen. Wenn das die Masse akzeptiert, ist es okay. Aber dass wir uns an die Masse jetzt per Werbung angleichen, also das war von Anfang an nicht so vorgesehen. Richtig doof fand ich dann solche Sachen wie die CDU möchte mit dem Wagen auf der Love Parade mitmachen. Und also das war dann so der komplett Ausverkauf. Also du guckst in eine dumpfe Menge rein, die nur dasteht und kann ja auch im Karneval gehen und den wollten wir in Berlin nie haben. Und wenn man dann irgendwann den Chef der Fischerchöre, Gott hilf Fischer, glaube ich, auf der Titelseite der Bild-Zeitung sieht, auf Ecstasy, dann fragt man sich, was hat das mit mir zu tun? Techno wird Pop, stürmt die Charts und verglüht bald im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Berlin wird Hauptstadt. Aber im Untergrund lebt die Clubszene fort.
Das Problem ist halt die Schranke im Kopf, dass man denkt, wie Berlin wäre jetzt so eine Bundeshauptstadt, wo alles glänzt und Polizisten wandeln durch die Straßen und glückliche Kinder spielen im Sandkasten. Das ist nicht so. Das ist nach wie vor das komplette Chaos. Und man kann eine ganze Menge machen, wenn man will, aber man muss nur den Arsch dazu in der Hose haben. Es gibt halt so viele Läden, so viele Clubs, die von Verrückten gemacht werden, die da sich verwirklichen im Wald. Und das wollen die Leute. Das ist halt nach wie vor so. Und das ist auch immer noch Berlin. Und das ist immer noch, was halt irgendwo 89 begonnen hat. Ohne diese Mauerfall wäre das nicht entstanden. Berlin lebt eigentlich immer noch davon, dass es diese Kultur in den 80er und 90er hatte. So wie eben die Menschen, die herkommen auf den Spuren von David Bowie und Iggy Pop und den Neubauten wandeln, wandeln die auch auf den Spuren der Techno-Szene und dieses gewaltigen politischen Umbruches. Berlin still stayed Berlin. Berlin bleibt Berlin. Unglaubliche Untergrundpartys, Untergrundrestaurants, alles Untergrund. In Berlin geht es darum, die Dinge anders zu machen. Beachtlich ist doch, dass jetzt, 25 Jahre später, wird immer noch funktioniert, diese Musik und auch diese Berliner Club-Szene jetzt als wichtiger Bestandteil von Berlins Attraktivität verstanden wird. Und natürlich wird dann sowas auch immer politisch instrumentalisiert. Heute heißt das ja auch nicht mehr Subkultur, sondern Kreativwirtschaft.